Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play The Walking Dead. Wie ihr sicherlich bemerkt habt, das ist das allererste Video auf meinem Kanal und auch an sich mein allererstes Let's Play, das ich überhaupt mache. Deswegen seid nicht zu streng mit mir, schickt mir trotzdem positives und negatives Feedback, damit ich weiß, wie ich mich verbessern kann und was ich bereits gut mache. Es sollte konstruktive Kritik sein und nicht sowas wie: Ey, deine Videos sind scheiße und du bist doof. Also sowas lieber nicht, sondern eher halt konstruktive Kritik. Ja, kommen wir jetzt mal zum Spiel. Ich habe noch nie The Walking Dead gespielt. Also es ist ein Blind Let's Play. Ich habe überhaupt keinen Plan von dem Spiel, außer dass es halt natürlich um eine Zombie-Apokalypse geht. Wir müssen halt überleben, wie in jeder Zombie-Apokalypse. Das Spiel ist in 5 Episoden aufgeteilt. Wir werden alle durchspielen. Und im Anschluss spielen wir noch das neueste DLC 400 dann auch nochmal durch. Und ich würde mal sagen, wir reden jetzt nicht weiter drum rum, sondern starten jetzt mal das Spiel. So, müssen wir eine neue Spieldatei erstellen. Standard oder minimal? Ich würde mal sagen, weil ich keine Erfahrung mit dem Spiel habe, mache ich mal Standard. Und natürlich Episode 1. So. The Walking Dead. Okay. Anscheinend sind wir in einem Polizeiauto und bewegen uns gerade wahrscheinlich auch zum Polizeirevier, weil wir irgendwas Böses angestellt haben. Well, I reckon you didn't do it then. Okay. Ach, ich hab's vergessen zu sagen, dass das Spiel komplett in Englisch ist. Wartet mal kurz. Does it really matter? Nah, not much. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. Also das Spiel ist komplett in Englisch. Es gibt halt keine deutsche Version, deswegen müssen wir da jetzt gemeinsam durch. Ich bin jetzt auch nicht der Beste in Englisch. Then what do you say? I say yep, I know you didn't. Ja, jetzt können wir uns mal umsehen. Wunderschönes Wetter haben wir da draußen. Sonne scheint. Was gibt's denn hier noch? Bäume. Können wir irgendwas anklicken? Wahrscheinlich nicht so, oder doch? Wir können auf dem Spiegel gucken. I followed your case a little bit. You being a making boy and all. Was denkst du? What do you think? I'm just glad I chose law and not order. Big mess at trial like that. Oh, Polizei. Even if you was innocent, a lot of what happened can't ever be undone. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my 6th year. You meet your wife in Athens? Ja, wir sind verheiratet. Gut zu wissen. You wanna know how I see it? Nee, wollen wir nicht. Not really. Well, too bad. It's my car. You might have the right to remain silent, but it don't mean I gotta be. Regardless, could be you just married the wrong woman. Was?
Nee, fuck you. Komm, sag's schon. Ach. Aber wir können uns wieder mal umsehen. Mal in den Spiegel gucken, haben wir schon mal gemacht. Oh, was geht denn da? Das ist ja mal ein bisschen viel Polizei. Ah, das Radio. Gut. Any of that seem important to you? All of it, but that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. All officers are available for incoming 2-1. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. But that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Ich war ja unschuldig. Maybe he was innocent. Innocent? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious. Oh, Alter, der hat ihn einfach überfahren. Dieser Polizist, ey, ne? Alter. Das sah nicht gesund aus, was gerade passiert ist. Erstmal Ladescreen hier. Gut. Ach, scheiße, das war ein Zombie. Alter, Junge, steh auf, steh auf. Fuck. Das hört sich nicht gut an. Junge oder Mann, steh auf. Bitte. Okay, zum Glück leben wir noch. Alles voller Blut. Anscheinend... Ah, okay, wir haben noch die Handschellen dran. Und unser Bein ist verletzt. Ah, wir können uns umgucken. Das ist anscheinend der Polizist. Hey! Hey, Officer! Are you alright? I'm still Kraftwerk here! Nee, ich glaube nicht, dass der in Ordnung ist. Der sieht nicht so lebendig aus, würde ich mal sagen. Eine Shotgun. Können wir die nehmen? Ich glaube, wir müssen jetzt mal raus. Wie kommen wir denn hier raus? Kick the window. Okay, machen wir mal. Was war das denn für ein Tritt? Das war doch mal Pussy-Tritt. Das war ein Pussy-Tritt, ey. Nochmal. Heftiger, sonst kommen wir nicht raus. Ja, komm doch. Heftiger. Na, endlich. Gut. Aus dem Fenster rausschauen. Okay, wie kommen wir da raus? Ah, okay. Gut. Mit 2. Passt. Okay. Ich hab's geschafft. Wir haben es geschafft. Ich hoffe mal, der ist nicht zu sehr verletzt, um nicht mehr gehen zu können. Oh. Komm, passt schon, ist nur ein Kratzer. Wird schon. Wird echt schon. Gut, gehen wir mal ums Auto herum. Und heben mal erstmal die Shotgun auf. Weil irgendwie traue ich dem Polizisten da nicht. Können wir die... Nee, wir müssen direkt zum Polizisten. Okay. Officer? Officer, nochmal. God damn. Okay. Hat er irgendwie Schlüssel bei sich oder so? Ah, da hat der Schlüssel. Die brauchen wir ja ganz zufällig. So, mach's auf. Schnell. Ach, okay. Diese ganze Interaktion im Spiel, das ist cool. Hä, was? Oh, warum hast du den Schlüssel fallen lassen? Richtig tollpatschig, dieser Typ.
nochmal aufmachen? Jetzt klappt's aber, oder? Oder lässt sie nur nochmal extra runterfallen? So. Nochmal da aufmachen. Perfekt. Oh oh, ich wusste es. Oh oh, nein. Fuck, ich wusste es. Was? Ah, back. Okay, schnell. Zur Shotgun. Zur Shotgun, wo ist die Shotgun? Eine Munition. Ich weiß nicht, ob die eine Munition zum Beispiel. Shotgun schnell. Nimm die. Oh! Dieser Mann, der ist ja so tollpatschig. Nimm endlich die. Nimm die verdammte Munition. Schnell! Schieß! Schieß! Oh, das war aber mal ein Treffer. Alter Schwede. Egal, zumindest haben wir es jetzt überlebt. Warte mal, da ist jemand. Wer ist das? Help! Go get someone! There's been a shooting! Wahrscheinlich kommt die nicht mehr wieder. Was sind das für Geräusche? Da ist irgendwas? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Scheiße. Komm weg, 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 weg. Renn, du Pussy. Renn. Ah, dieser Tollpatsch. Das kann doch nicht mehr wahr sein. Renn um dein Leben. Ja, aber zum Glück sind die Zombies ja nicht viel schneller. Okay, das tut mir leid. Irgendwie habe ich hier Freezes in dieser Stelle. Oh fuck, sind das viele. Und wie kommen wir da jetzt rüber? Schaffst du das mit deinem Bein? Schaffst du das? Ah, okay, passt. Passt schon. Wo sind wir denn hier gelandet? Irgendwo in einem Garten. Kommen die rüber? Sind die schlau genug, um rüber zu klettern? Oder machen die den Zaun kaputt? Scheiße. Wenn die hier reinkommen, dann sind die aber richtig tot. Ach, da schießt jemand. Gut. Wahrscheinlich war das die Frau von gerade eben. Hello? Anybody? So, schauen wir uns mal um. Okay, kann man nicht viel machen. Ah, hier. Mal gucken. Ein T-Set. Okay, gucken wir mal. Fill one of those teacups with some bourbon if I could. Was gibt's denn hier noch? Baumhaus. Ach, können wir uns da verstecken? No ladder. I'm not getting up there anyway. This leg way it is. Keine Leiter? Help! Das ist doch gar nicht so. Kletterst da drauf, dann auf diesen großen Ast und dann bis oben. Aber diese kleine Pussy kann er ja nicht hoch, weil die einen Kratzer hat. Ich ganz vergessen. Tut mir leid. Ja, dann gucken wir mal, ob es einen Weg ins Haus gibt. Ah, da. Vielleicht kommen wir da irgendwie rein. Und finden da Überlebende, die uns vielleicht versorgen können. I wonder if anybody's home. Das wäre cool, wenn jemand zu Hause wäre. Tür aufmachen. Hello. Anybody home? I need a little help. Niemand? Ah, jetzt können wir die aufmachen. Komm schon. Okay. Coming in. Don't shoot, okay? Ah! Hello? I'm not an intruder. Or one of them. Oh, was ist denn hier passiert? Sieht nicht gut aus. Ja. Ich werde hier jetzt den Schnitt machen. Das war's vom ersten Teil von The Walking Dead. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, ich spiele The Walking Dead. Tschüss.
Yeah.